Yo, 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 was geht ab? Willkommen beim Thumbstucks Podcast mit Nick und Rick. Ja, yeah, du hast einfach das heilige Intro zerstört. Ah, natürlich. Der Thumbstucks Podcast mit Nick und Rick. Danke für das geile Intro. Fängt ja wieder gut an, du wolltest einfach wieder... Ich wollte lieber alleine meine Sachen machen. Ja, ich bin einfach draußen, such dir einfach einen anderen Rick. Ach ja? Oder einen Flip. Ich suche mir gar nichts. Okay, Baby, nochmal kurz, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin nur extrem müde, weil ich die Woche über ziemlich viel gearbeitet habe. Du bist aber eine Maschine. Du verdienst viel Geld und musst auch viel dafür tun. Richtig. Okay, viel Geld, viel Arbeit. Ja, ich glaube, so viel Geld ist es nicht, aber du arbeitest auf jeden Fall wie ein Verrückter. Ja, manchmal muss man das ja, ne? Alright. Wo waren wir stehen geblieben beim letzten... VBT, beim letzten... Beim letzten Talk. Wir haben ja auch, um das nochmal ganz kurz zu stoppen, eine Patreon-Seite, wo gerne 1 bis 2 Euro von euch lieben Zuhörern, Fans, Neulinge. Ach, Neulinge. Wollte irgendwie cool klingen gerade. Dürft ihr uns gerne ein bisschen was da lassen, damit wir das Zugticket für Yannick oder umgekehrt, ja, damit wir ein bisschen Geld haben. Wir wollen einfach nur Geld. Ja, wir können ja auch ein paar Projekte anstoßen damit, also die... Klar, Mann. Ja, soll ja nicht. Könnt ihr euch ja mal überlegen. Ist kein Zwang, aber ein Muss. Kein Zwang, aber ein Muss. VBT, wir haben verloren gegen Gin. Gintastic. Gintastic, Spliftastic. Hast du von dem noch was gehört? Nee, ne? Hat sich jemand bei dir gemeldet? Nee, also außer Sorgenkind halt nicht. Der hat sich bei dir gemeldet nach dem also jetzt, Podcast? Nee, jetzt so nicht gemeldet, aber wenn ich den mal gesehen habe, ja, fall schön um. Ja, wenn ich den mal gesehen habe, haben wir noch nett gequatscht immer. Also auf der Breminale vor 2 Jahren oder so habe ich den gesehen, aber auch ganz nice. Aber cool. Sonst keinen, nö. Aber wir ziehen uns an Ente hoch und wer sind die beiden Randoms? Ja. Geilster Kommentar, also es ist auch immer witzig, also wir lesen uns auch die Kommentare durch, das ist ja noch überschaulich, also wenn ihr uns jetzt richtig voll spammt, wird es schwieriger für uns, aber es ist immer wieder toll, so ein paar interessante Kommentare zu lesen von euch. Ja, es ist halt auch interessant zu sehen, wie uns da von den jüngeren Abonnenten, nicht, dass sie jetzt jung vom Alter sind, aber jung vom Abonnierzeitraum her, sie uns einfach gar nicht kennen und gar nicht wissen, wer hinter Entertainment und so alles steckt, das ist halt voll... funny irgendwie. Also ich sehe Entertainment auch nicht, also als einzelnen Künstler, du wahrscheinlich auch nicht, das ist halt, also für die Außenwelt ist es halt irgendwie ein Künstler, der Musik macht, aber da gehört so viel mehr dazu, dass das Paket so perfekt geschnürt ist. Ja, auf jeden Fall. Aber da kommen wir nochmal zu. Danke nochmal, dass uns keiner kennt. Kein Problem, Mann. Also ich glaube, alle kennen ja dich, mich kennt ja fast ja gar keiner. Dich kennen die eigentlich auch immer, wenn du irgendeine Hook singst, weißt ja auch ja, jeder, wer gut, das ich ist. Bin unterwegs. Du warst früher aktiver und warst der Leader von uns, jetzt bin ich einfach der Leader, also auf unserer Ebene geworden. Du bist einfach jetzt der jetzige Koala, der ich früher war. Ja, Mann. Falls du mir folgen konntest. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, okay, VBT 20. Wann war das Stony Styles? War das vor dem VBT? Ja, auf jeden Fall 2012 oder so. Also das nach 2010 haben wir nur ein paar Free-Tracks rausgehauen. Wir haben das ins Leben gerufen mit den Rapetizern. Genau, da hatte Rex noch einen Rapetizer gemacht. Kiko hatte, glaube ich, noch einen gemacht. Mhm. Und das war's, glaube ich, schon, oder? Und ich halt. Und ich habe auch einen gemacht mit, ja, okay, du auch. Halbwissen. Und war nicht dieses Mein Herz, war das hier auch noch ein? Nee, das war Samstag schon. Ach so, okay. Wir haben dann einfach die Namen gechanged. Aber eigentlich war Rapetizer ja dafür gedacht, auch andere Leute irgendwie mal so eine Plattform zu bieten. Aber ey, Rapetizer ist einfach geiler. Und natürlich auch, um uns so ein bisschen Luft zu schaffen, falls wir mal nicht im Studio sind. Falls wir mal nichts machen. Hatte so zwei. Ja. Ja, zweierlei Vorteile. Ja, stimmt. Dann kam erst VCB oder so hieß das, ne? Von Stony Styles. Genau. Da war ja den einzigen Namen, der mir jetzt noch im Kopf rumschwirrt, ist Tamouflage. Ja, Tamouflage. Auch ein cooler Rapper an sich. Also irgendwie mega underrated, habe ich das Gefühl. Immer wieder irgendwo. Ich glaube, der war sogar beim letzten VBT. Könnt ihr ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob das so war, ob ich das richtig in Erinnerung habe. Der war damit am Start und ja, irgendwie war der immer mal da und aber nie so richtig durch die Decke gebrochen. Aber der hat auch irgend so einen, den hast du bestimmt nicht gehört, aber der hat auch irgendwann mal einen Podcast gemacht. Der macht immer noch einen Podcast. Macht er immer Scotch. Noch? Ach so, machen die den zusammen? Ja. Ach so, er und Scotch sind das. Ich dachte, das sind verschiedene Sachen. Nee, aber ich habe nicht reingehört. Also wenn, dann höchstens, weil mir persönlich war das zu lang. Ich habe
ich habe eigentlich keine Lust, irgendwie so eine Stunde mir einen Podcast reinzuziehen. Also da muss es schon ziemlich interessant. Da müssen die beiden, denen ich zuhöre, oder den einen, das muss schon sehr interessant sein. Ja. Oder? Also ein Flair könnte ich, also ich könnte jetzt einen Flair-Podcast, da könnte auch 3 Stunden gehen, den würde ich mir komplett reinziehen. Ja, also diesen MC Boogie-Podcast und so, den ziehe ich mir eigentlich auch immer komplett rein. Also je nachdem, wer da halt als Gast ist, so, ne, aber. Aber ich könnte mir jetzt nicht von Nico Backspin oder Falk, die haben ja auch einen, so Falk Schacht oder Schlacht, wie heißt der? Ja, Falk Schacht, der hat auch einen mit irgendwie Wasabi oder sowas. Das wäre mir, ist mir zu, der Charakter muss stimmen. Ja, der ist jetzt auch nicht mein Lieblingscharakter. Also das ist so, wie mit allem, mit allen Sachen im Leben, der Charakter muss stimmen. Ja. Stony Styles, Battle, ich weiß gar nicht, die hatten uns angefragt. Ja, stimmt. Und dann haben wir halt gesagt, ja. Aber auch cool so, wir haben auch nur 2 Lieder gemacht, waren schon direkt schon draußen. Ja, nur eine Runde. Ging ja nicht lange. Ich weiß nicht mal mehr, wer der Gegner war. Plot. Ach ja, stimmt, der Plot. Da hat das war ja nochmal so ein bisschen, ich will nicht sagen, dieser Revival-Beef, yo, wir sind down mit, wie heißen die, A-Pro, die waren auch gut mit Demo gesagt. Ja, stimmt. Während BVT nicht mal eure Videos teilt oder ich habe irgendwas doch... Ah, ja, das kann sein. Mir bringt das wirklich was, wenn man bei A-Pro schleimt? Ach ja, wenn man bei A-Pro schleimt. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal mehr, wie die Line war. Ich habe das gar nicht mehr so richtig in Erinnerung, was wir da überhaupt gemacht haben. Ah doch, wir waren hier in Bremerhaven, irgendwo am Hafen, glaube ich. Das war die erste Runde, dieses Leider. Ach ja, stimmt, Digga, Alter, ich habe den gar nicht mehr im Kopf. VB, keine Ahnung. Leider, war das so? Nee. Burn me, keine Ahnung. Ja, stimmt, da... Da war noch die stabile... Ente mit dabei. Ja, witzig, ja. Da war die tätowierte Ente. Die tätowierte Ente, die erste Ente. Die richtige Ente. Die, genau, Mann. Ja, das ist die. Ja, ach, das erwähnen wir auch nochmal weiter in dem weiteren Podcast. Wieso, was wolltest du sagen? Ja, ich wollte, ja, das Geheimnis. Ja, kannst du ja machen. Von Entertainment, nö. Das Geheimnis von Entertainment wurde hiermit gelüftet. Es wird noch gelüftet, es wird noch einiges gelüftet und ich glaube, dass Ente auch nochmal irgendwann hier... Entertainment exposed, Alter. Dass der nochmal vorbeischaut. Das haben ja auch sich einige gewünscht. Und da kann man nochmal extra so eine Mini-Folge machen, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Also eben. Ente und ich. Ich und Ente. Homie, wir sind 2 Brüder. 2 Brüder. Aus Stahl. Kein Lügner. Ja. Da war Ente das erste Mal damit dabei? Oder? Nee, das stimmt doch gar nicht. Wir sind voll. Haben wir nicht erstmal. Hä? Wieso war Ente jetzt da schon mit dabei? Bin ich mir gerade auch nicht sicher. Oder nee, vorher kam nämlich noch das VBT 2012. Wo, ach, das war 12? Ja, oder? Ich glaube schon. Weil, Fun Fact, da hat Ente ja theoretisch mitgemacht. Das war aber so, weil es das VBT ja nicht mehr gibt und man dafür auch keine Strafen kriegt. Ich habe mich damals ja qualifiziert mit einem Fake-Usernamen. Mit Erkan Spitten, das war ich. Und nicht, dass alle denken halt, Ente hieß früher Erkan Spitten, aber das war einfach ich. Ja, du hast ja einfach einen Namen gemacht, um dir so, weiß nicht, so einen Platz zu reservieren oder wie war das? Ja, ich wollte das einfach nur machen, weil ich dachte, ey, ja, scheiß drauf so. Ey, dann, du hast mir doch so mal was geschickt, dass du irgendwas so mit verstellter Stimme gerappt hast. Adi Hasch, ja. Hä? Adi Hasch. So also, war das dafür gedacht oder war es so ein... Das war, glaube ich, das, ja. Also das war ja auch mehr so ein Fun-Ding. Ja, ich wollte halt einfach nur so einen Platz da drin haben, einfach nur um Kacke zu bauen, keine Ahnung. Einfach so ein bisschen zu gucken, wie manchmal funktionieren auch die merkwürdigsten Dinge. Ja, genau, aber dann hatten wir ja Ente und dann haben wir den Account ja einfach quasi abgegeben. War das das erste Lebenszeichen? Also war das der erste? Ja. Genau, da habe ich mich mit Ente getroffen. Wir haben nach längerem, ja, wir haben ja super lange keinen Kontakt gehabt, mindestens 5 Jahre oder länger. Crazy. Hat man sich aus den Augen verloren, da komme ich dann auch nochmal drauf zu sprechen. Oder wenn Ente im Podcast mit dabei ist, dann ist halt Yannick draußen, dann heißt er Yannick draußen, heißt er der offizielle Ente-Rick. Ent-Rick. Ent-Rick. Der Ent- und Rick-Podcast. Ja, genau. Nur dein Name gestrichen. Ja. Dafür machen wir extra ein neues Logo. Genau. Hat nur 50 Euro gekostet. Ja. Shoutouts an Robert. Ja, Mann. Egal, anderes Thema. Stimmt, da war, nachdem wir lange nicht miteinander zu tun hatten, die Idee bei Ente zu Hause, dass wir doch wieder, ich weiß gar nicht, das ging auch ratzfatz irgendwie so. Er war sowieso immer ein krasser Typ, der viel geschrieben hat. Auch ohne, dass ihr euch kanntet, hat er, glaube ich, noch viel geschrieben. Ja, sehr, sehr viel, aber hat nichts released, also nicht, dass ich wüsste. Wir haben auch keinen Kontakt gehabt. Und dann hat sich wieder der Weg hat sich wieder zusammengefunden, oder wie sagt man das? Ja.
Und wir haben schnell, waren auf maskworld.com und haben irgendwas gesucht, weil, ja, Ente einfach, ich kann das ja so ein bisschen einfach mal raushauen. Ja, mach mal. Introvertiert hat er, glaube ich, selber schon mal gesagt. Er ist jetzt nicht so der, boah, hier bin ich und boah, ich will mich in den Vordergrund stellen. Er ist einfach ein entspannter Typ und hatte einfach nie Bock, irgendwie von jedem, also ich will nicht sagen, dass er mit Props nicht umgehen konnte, das klingt jetzt irgendwie zu, würde falsch klingen, aber er war einfach so für sich in seinem Kämmerchen, hat er seine Geheimformeln zusammengebraut und ja, haben wir gesagt, komm, Digga, wir machen das so ein bisschen anonym und versuchen uns irgendwie so eine, ich will sagen, war noch keine Idee, dass wir jetzt eine Kunstfigur kreieren, das war zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht. Da ging es mehr um die Anonymität, glaube ich, oder? Es ging mehr um perfekt, hast du sehr gut gesagt. Ja, da gab es ja auch noch, so ich sehe ja gerade hier die Box von Feder Gottes vor mir mit dem Hut und dem und der Axt und der Maske und so. Mhm. Sieht schon crazy aus, aber es kommt halt auch erst geil durch die Maske, durch den Hut. Den Hut, der kam übrigens... Das kommt ja später noch. Darf ich das nicht sagen? Ja, klar, kannst du schon. Aber kann man dann auch zum gegebenen Anlass nochmal sagen, wo der herkommt. Ja, okay, der Hut kommt, der war auf jeden Fall, das war keine Idee, also wie gesagt, keine Idee von mir, keine Idee von Yannick. Nick, Entschuldigung, ich hab... Piep einfach das Piep das Jan, Alter. Genau, also das war noch gar nicht so weit abzusehen, dass wir aus diesem Kostüm oder nee, aus der Maske irgendwie so einen Charakter kreieren. Das war zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht so, ja, das war alles mega durchdacht und alles geplant. Wir machen jetzt die Ente, ziehen wir jetzt als Charakter hoch mit Mantel. Das war überhaupt gar nicht, das ging nur rein um die Anonymität. Anonymität. Genau, darum ging es einfach. Bub, schwupps, getroffen. Erst eine Rakete, er schreibt wie ein Monster. Schwabbeli-babbeli-bub. Hat ja auch lange gedauert, bis wir da sind, wo wir jetzt sind. Also erst kam ja dieses VBT, da hat er dann ja mitgemacht, aber wurde dann halt disqualifiziert, weil man die Qualifikation, die darf man halt nicht löschen. Aber ich habe die halt gelöscht, weil sonst hätte man ja gehört, dass er das nicht ist. Deswegen wurde er dann nach einer Runde disqualifiziert. Das war auf jeden Fall der Grund und nicht, weil die Runde irgendwie zu heftig war oder so. Da gab es ja auch mal so Spekulationen, warum er disqualifiziert wurde. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. War das VBT denn, war das irgendwie relevant? War da nee, irgendwie... Digga, war gar nichts. Es war voll, ich weiß nicht mal, was da abging. Keine Ahnung. Also hast du noch irgendeinen Namen im Kopf gesagt? Ach, schade, dass wir das nicht... Also wäre bestimmt cool gewesen, hätten wir das mit Ente wirklich ganz durchgezogen. Aber, ja. Ich fand das VBT also jetzt im Nachhinein so betrachtet eh immer so ein bisschen, dass so Rap, das war für mich alles, jetzt im Nachhinein noch, um das nochmal zu wiederholen, so Hampelmann-Musik, ja, fanden die irgendwie immer geiler. So, hey, yo, ich bin ein Clown, ich verkleide mich, ich springe auf die Bühne. Das war auch das Jahr, wo Klaus Bukake gewonnen hat. Das hast du auch in der Runde von... Ja, danach, ja. Übertrieben, wack! Seit dem Tag hat Klaus Bukake kam. Sehr, sehr, sehr geile Runde. Ja, die war wirklich geil. Schön, hat viel Spaß gemacht mit Atzmüller, Waldemar, da war noch Philipp dabei, Maurice. Ja, stimmt, da war einfach dabei. So, da war Philipp, der unsere Videos jetzt zu... Sagen wir, können wir 90% sagen? Ja. 90% dreht, da war der 15 oder 16. Ja, heftig, Mann. So, das war so der Start, also zu dem, also das, wir haben uns kennengelernt durch Waldemar. Waldemar, unser russischer Manager. Russen in Kasso. Ja, Mann. Unser Rücken. Ja, und der Handwerker, der rückt, er ist einfach der, alles. Er ist einfach Administrator, Mann. Er kümmert sich um alles. Er macht hier dies, das, er ist XY. Auf jeden Fall ein Bruder, ein Bro. Küss an dich, Bruder, falls du das hörst. Bestimmt auch hörst an du Philipp das. Und Mo, alle, die da irgendwie, da waren ja so oft. Ja, Mann, küss eure Onkels. Küss eure Herzen, küss eure Kniescheiben. Ja. Und da war der Startschuss auch in der Runde, dass Philipp mit dabei war. Und jetzt dreht er einfach unsere Videos und ist einfach auch ein krasser Motherfucker. Ja, Mann. Und es ist einfach familiär. Und das war immer so mein Wunsch, dass man eine Gang, eine Truppe hat, wenn man irgendwie Geld verdienen kann, dass nur Leute aus dem inneren Zirkel an dem heiligen Pott naschen dürfen. An dem heiligen Honigtopf. Ich meine, das hört jetzt so alles an, wie keine Ahnung, irgendwie 270.000 Euro verdient haben und alle so, yeah, mal der innere Kreis. Alle meine Homies haben jetzt einen Ferrari. Aber ist doch schön, also ich gebe doch lieber den Leuten Geld, die ich schon super lange kenne, wo ich weiß, ey, die opfern sich genauso auf wie ich. Klar, auf jeden Fall. Einfach schönes Gefühl, wenn man super, ich bin auch so, I give you. I owe you. I doubt it. Ich gebe dir zurück auf den. I doubt it. Auf Lessig. So, ich gebe dir auf jeden Fall, wie gesagt, scheiß auf Geld. So, ich freue mich einfach, dass wir ein geiles Team haben und es immer noch besteht und auch noch größer wird. Ja, Mann.
Aber jetzt bist du natürlich ziemlich in der Zeit gesprungen. Sorry. Wir waren immer noch beim VCB eigentlich. Ja, und ich war, wie gesagt, ich habe mich jetzt nur gewundert, warum Ente auf einmal da war das, war das also das erste Lebenszeichen? War es nicht. VBT 2012 rausgeflogen, blub oder disqualifiziert. Genau, und ich glaube, danach kamen sogar schon die Punchlines für die Fanbase in der Zwischenzeit. Das hat mich, guck mal, das habe ich auch damals zu Ente gesagt, es ist mir scheißegal, welcher Hurensohn, welcher Vollidiot das hatet. Ich feiere das und ich stehe dahinter, auch du stehst dahinter, wir stehen dahinter. Und wenn das tot gehatet wird, weil damals war das dann auch nämlich genau so, da war der Kanal nämlich nur von Koala und Fans abonniert. Und da, was ist das denn jetzt? Voll die Fotze mit einer Entenmaske, was soll der Scheiß? Deswegen, D-Abo. Ja, genau, also Hate-Kommentare kriegt man sowieso immer. Aber witzig, wie sich das dann jetzt im Nachhinein jetzt entwickelt hat. So, wir einfach die Nobodies. Ja, genau, so jetzt wir ist das halt Fotzen. Umgedreht. Ja, jetzt, wir sind die Randoms. Ja. Um es mit den Worten von dem Kommentar. Ja, aber ich fühle das doch witzig. Also es ist irgendwie, ich kann darüber lachen. Ja, ich auch. Ich fühle mich da jetzt auch nicht angegriffen. Gesagt, oder nein, so. Also es ist irgendwie lustig. Es ist irgendwie so ein wird dann zum Insider, so zum Running Gag. Und ja, Mann, ich habe es übertrieben gefeiert, weil Entertainment für mich ein krasser Typ ist, der krass schreiben kann. Und mir war das so fuck egal. Und wenn wir nur noch einen Abonnenten gehabt hätten, in dem Fall ich, dann... Du hast dann deinen eigenen YouTube-Account dann und schreibst immer Kommentare. So, hey Mann, geil, super Mann. Geil. Super geil, ist wieder so mein Name, Koala. Koala TF. Unauffällig. Ja, das, wie gesagt, wenn ich hinter irgendwas stehe oder wenn ich da irgendwie, wenn uns ein Bruder ist, scheißegal, könnt alle haten, ich will das supporten, ich finde das geil. Ja, ich fand das auch damals schon geil und es war ja auch so ein bisschen in die Zukunft gedacht da, weil wir dachten so, ey ja, wenn es denn mal irgendwann durch die Decke geht, dann kann sich irgendjemand die halt immer noch geben und die Anfänge mal nachvollziehen, so, weil das ja oft schwierig ist bei so Künstlern, aber bei Ente passt das irgendwie so. Die sind doch immer noch gut, also die Lines. Wir haben einfach perfekt ein Fundament gehabt, uns alle schon so aufgebaut, Strukturen, Studio, das hat ja auch irgendwie so ein bisschen dazu beigetragen, wo wir jetzt sind. Und wir haben auch echt mit Billo Equipment angefangen. Ich kann vielleicht noch mal kurz reinhauen, was ich für Mikrofon hatte. Ja, sag mal. Also ich weiß, dass Sascha damals, keine Ahnung, hat er einfach irgendeinen Typ abgezogen und mir das Mikrofon geschenkt. Ich habe mich so gefreut. Ich habe, wie gesagt, ich habe Tränen in den Augen gehabt, aber ey, das hat mich, also jetzt voll die Fotzenaktion. Ja, auf jeden. So, ey, aber ich hatte nicht viel, Digga. Für mich war das so, ey, scheiß drauf. Hauptsache, ich habe ein Mikrofon. Was war denn das für eins? Weißt du das noch? Was habe ich immer noch hier? Damit T100 oder so? Hä? War das so ein billig Thomann-Ding? Nein. Oder war das nein. War Rode, hab, oder? Nein, was? Nein. Ich habe damals die VBT, das war irgendwas mit M. MLC? M10? Ja, ich irgendwie weiß sowas. Welches. Ja. Das habe ich mir damals geholt. Da ich habe das immer noch hier. Es ist so ein Röhrenverstärker. So von Presonus oder Presonus. Presonus, glaube ich. Presonus. Damit habe ich die ersten, und ich habe sogar noch mal ein Mischpult gehabt. Ja, Digga, diese billigen Behringer-Dinger, die jeder hatte. Die einfach nur rauschen. Ey, die sind einfach, die hatte ich ja, ganz am Anfang hatte ich das auch. Digga, Alter, Rauschen des Todes. Ja, das waren so die Anfänge, richtige. Und ich bin jetzt kein Computer-Genie. Also, ich habe mich immer gefreut, ey, Hauptsache es läuft, bloß kein Kabel berühren. Weißt du, kennst du diese so Psycho, ey, lass alles so liegen, fass das Kabel nicht an. Selbst wenn da Staub drauf, fass dieses Kabel nicht an, sonst klingt das nicht mehr so. Ja, genau. Alles so liegen lassen, nicht bewegen. Alle Einstellungen so lassen. Ja, nichts mehr anfassen, sondern nur Record drücken. Und das muss ich auch nochmal sagen. Und das erste Album, ich frage mich eigentlich, also warum man sich nicht so professionell. Du bist ja eigentlich so ein Technik-Freak, kann man ja ruhig sagen. Technik, passt ja auch wieder. Technik. Ja. Ich habe halt so eine heftige Latenzzeit gehabt, dass ich jede einzelne Spur. Du meinst jetzt bei dem Federgottes-Album? Digga, ich habe leider keine Fotos mehr davon. Ich saß auf meinem komischen Hartz-IV-Klappstuhl ohne, da war schon dieses Polster ab. Da saß ich dann drauf an so einem scheiß Schreibtisch. War das noch ein Röhrenmonitor? Keine Ahnung, ein lauter Stand-PC. Ja, Mann, den hat man doch immer auf den Aufnahmen gehört. Ja, richtig behindert. Der war auch übrigens von Sascha. Danke nochmal. Er hat mir einfach für 100 Euro. Sascha hat immer, mein Bro-Mann, auch ein crazy Typ. Kommen wir auch nochmal zu. Der hat mir das so einigermaßen eingerichtet, so, war das schon das geklaute Mikrofon? Oder ich habe mir irgendwann nochmal ein Rode geholt. Ja, T-1000. Das war schon das Rode. Ja, aber auf jeden Fall musste ich das ganze Federgottes-Album
jede einzelne verkackte Spur wieder zurückschieben und nicht so, ey, ich schieb's zurück und dann hast du dann irgendwie so einen Reiter, wo er dann irgendwie so magnetisch stehen bleibt und auf einmal ist es drinne. Ich muss es so nach Gehör machen, so, du nimmst irgendwie so 6 Spuren und schiebst sie zurück und denkst so, ey, Ente, ist das jetzt drinne? Ist das jetzt Offbeat? Ist das Onbeat? Und hat Ente teilweise ganz am Anfang, ich will nicht sagen Taktfehler gehabt, also so Timing-Fehler gehabt, aber er macht es manchmal so ein bisschen ja, crazy und habe ich gedacht, ey, ist das jetzt drinne oder nicht? Und das hat so viel Zeit gefressen. Ja, vor allem, wenn man das dann immer wieder anhört. Und irgendwann so, hörst du es nicht mehr. Ja, dann hörst du es nicht mehr. Dann hört sich alles falsch an oder alles richtig und du bist dir dann nicht mehr sicher. Ja, da hab ich da eigentlich schon Akustik gehabt, so ein bisschen, ja, oder? Ja, doch. Also bei dem ersten Album, ja klar. Aber nicht so viel wie jetzt. Ja, also das war jetzt auch nicht viel mehr, oder? Also die ersten Sachen weiß ich noch, also von Ente und ich weiß noch bei der Runde, jetzt springe ich auch wieder einfach scheiß drauf, müsst ihr aushalten. Wir haben die, haben eine Hook geschrieben, nee, wir haben die Hook aufgenommen für 80. Ah, okay. So. Und ich erinnere mich, dass während der Aufnahme auf einmal das Mikrofon nicht mehr geht. Und wir haben so Abgabefrist. Echt? Hä? Und ich schreibe noch so, ey Digga, ich hatte den Kontakt mit 80, ich schreibe noch so, ey Digga, ich glaube, wir schaffen die Hook doch nicht. Weil auf einmal war es irgendwie laut und dann warst du so super übersteuert und auf einmal hast du gar kein Aufnahmesignal gehabt. War schon dieses hier, das Rode? Nee, das war... Aber welches hattest du denn davor? Kommt, Brudi. Da ist doch der Kasten. Was ist da für ein Kasten? Was steht da drauf auf dem AKG, Kasten? AKG, glaube ich. Digga, es war das AKG, keine Ahnung. AKG Billo, scheiß. Na, so Billo war das gar nicht. Wie viele Mikrofone du hier hast? Ja, ich habe das AKG immer noch. Ich habe gedacht, ey, wir versteigern das mal oder verschenken das mal an so einen treuen Fan. Damit haben wir die ersten Ente-Sachen aufgenommen. Um meine Sachen. Da habe ich mir kurzzeitig... Nee, also die ersten, ja, aber noch, das Album wurde doch mit dem T1000 aufgenommen. Das erste Album wurde mit dem T1000, also sogar die günstige Version, weil auch wieder kein Geld da war, richtig Hartz-IV-Modus. Ja. Das ist so ein heftiger Hustle gewesen. Ja. Aber es hat die Kreativität immer richtig gepusht. Wir haben gedacht, ey, komm, mit den Sachen, die wir haben, irgendwie Matratze hin, irgendwelche Kisten hingestellt, wie so ein... Man dachte so, ey, yo, man hat irgendwie so die Raumakustik-Skills. Ja. Ja, aber egal, Alter. Ey, das ist auch irgendwie, umso mehr genießt man das auch, wenn so ein bisschen Erfolg kommt. Weil man einfach weiß, ey, wir haben jetzt nicht in so einem High-Class Red Bull-Studio aufgenommen. Es war einfach so eine, wie gesagt, wir sind jetzt immer noch in diesem Studio, wo wir das erste Album aufgenommen haben. Ja. Die Studiowohnung und das war das Mikrofon T1000. Ja, also eigentlich ist das Rode NT1000. Genau, aber du hast das ja damals schon immer gehabt. Genau, das ist die Thomann Edition dann einfach. Das war die günstige Thomann Edition. Und ich habe dein Mindprint bekommen. Ja, Mann, das kann sich auch keiner mehr. Damit habe ich auch ganz früher schon immer alles aufgenommen. Mindprint Trio, das kann man nicht mal mehr kaufen, noch hier, Alter. Ey, Digga, das, weißt du, wie klebrig, also die... Da habe ich auch mal gedacht, ey, bitte, nicht... Wenn nicht, das abkackt. Ja, ey, bloß nicht irgendwo dran drehen. Das war so, ey, komm, wir lassen das so... Stimmt. Da gab es ja noch so Equalizer, so Billo-Equalizer-Einstellungen und so, ne? Damit haben wir das erste Album aufgenommen. Mindprint Trio und T1000... Ich habe nicht, wie ist das nicht Cubase, wie ist das mein Programm? Du hast... Cool Edit. Nein, das andere. Audition? Audition 1.5. Damit haben wir alles aufgenommen. Die Version, die jeder hatte, der angefangen hat. Ich habe damit irgendwann, guck mal, damals hast du noch die Sachen editiert, immer voll abgefuckt, ich schicke so 100 Spuren und du musst alles irgendwie editieren. Ja, so. Das war schon hart. Und dann habe ich irgendwann angefangen, habe gedacht, oh, kann ich das machen? Auch voll so, ich will nicht sagen ängstlich, klingt jetzt übertrieben, aber so... Man hat sich so gar nicht zugetraut. Oh Mann, fuck, jetzt muss ich das machen. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ja, wir suchen immer noch jemanden. Wer richtig Plan hat, so von Akustik, wollte ich fast sagen. So und kann sich gerne bei uns melden, dann kann er mal hier ins Studio kommen und mal sagen, so, ey, das und das und das. Das ist falsch, aber jetzt keine Spinner-Fotzen-Scheiße, nur um hier mal im Studio zu sein. Bitte mit Referenzen. Ja. So, genau. Ey, ich habe voll den Plan, ey, hier sind meine geklauten Referenzen. Und auf einmal so, hey, kann ich ein paar Fotos machen vom Studio? Ja. Ist Ente auch da? Ja, genau. Nee, so. Das waren so die ersten Anfänge. Komisches Mikrofon, komische Raumakustik, keine Ahnung vom Editieren, keine Ahnung, wie man irgendwas einstellt. Also ich jetzt, habe einfach mich gefreut, es hat einigermaßen, es hat geklappt. Ja, das ist doch alles, was zählt. Das interessiert doch am Ende keinen. Und guck mal, wir haben das Equipment, das war ein 300-Euro-Equipment. Damit haben wir das erste Album aufgenommen und verkauft. Ja. Tausendfach. Ja, das stimmt. Ja, so. Aber warum nicht, Alter? Das interessiert doch keinen. Guck mal, das sind einfach nur Leute, also Fachleute, die sich damit beschäftigen, die hören, klingt billig, klingt komisch abgemischt, Raumakustik komisch, zu viel... Ja. Blablabla, bla, bla. Wie nennt man es? Zu viel Mitten, zu wenig Mitten, zu viele Tiefen. Aber welcher 17-Jähriger, der nur Konsument ist, sagt, also den Adlib hätte ich da leiser gemacht. Das ist ja so, da muss man halt den Hausfrauentest machen und einfach
irgendwelchen Müttern das vorspielen oder meiner Mutter oder deiner Mutter, ja, so dann, wenn die das nicht hören, dann ist das egal. Wenn die aber sagen, also, das klingt gut, dann ist es gut. Krass, ich habe meine Mutter ja auch viel, sie hat gesagt, sie versteht das alles nicht. Das ist so typisch so Eltern. Ja, echt. Aber ich verstehe nicht, was sagen die denn da? Ich kann denen gar nicht folgen. Ich verstehe gar nicht, was da gerappt wird. Das ist alles so schnell. Ja. Ja, es ist alles schnell. Wir haben nur Doppeltime gerappt. Immer. Ja, aber wie gesagt, war witzige Zeit. Ja, VBT rausgeflogen, denn... VCB, Fahnscheins für die Fanbase, mit irgendwelchen Random-Videos. Aber wie fandst du das VCB? Ich war auch irgendwie abgefuckt. Ja, ich war auch abgefuckt. Aber jetzt nicht so, es war nicht ganz so krass irgendwie wie beim... Nee, aber es war mir auch im Endeffekt auch irgendwie... Ich habe mich da jetzt auch nicht so into it gefühlt. Ich weiß, dass ich da zu der Zeit auf jeden Fall psychisch auch jetzt nicht so auf der Höhe war. Ich weiß es noch, weil du hast gesagt, ey... Hast du die Hook noch gemacht oder du hast gesagt, ey, ich mache ein paar Lines weniger? Ja, auf jeden. Weil du warst so, boah, ich bin voll gerade in so einem, ich will nicht sagen, ein Loch. Oder kann man ruhig sagen, so ein Loch. Ja, ich weiß gar nicht mehr, woran es also ich weiß noch, woran es lag. Ja, wahrscheinlich habe ich mich damals von meiner Freundin getrennt oder so. Ja, und sowas. Das war halt, war halt sowieso mega crazy im Hirn, deswegen. Muss jeder mal durchgemacht haben. Also ja, das ist ja okay. Hat schon die meisten Leute richtig zum Durchdringen gebracht, ey. Ja. Richtiger Kopfficker-Kram. Ja, aber dann sind wir da rausgeflogen und dann kam, glaube ich, schon das VBT 2013, ne? Da haben wir ja wieder... Nein, davor haben wir doch so großes Kino. Wie hießen diese anderen Sachen, die wir... Wo du die Hook gerappt hast, auf dem BX-Beat. Ja, hier, sag mir wo oder sag mir wer. Sag mir wo! Ja, aber das war auch das Einzige, was ich da noch gemacht hatte. Also dazwischen, das war ja... Und dann kam nochmal irgendwann bodenlose Fresh. Ja, aber das kam erst danach, 2015. Viel weiter. Aber ich meine, da haben wir doch auch noch so... Zimtmilchreis und da gab es auch immer noch so ein paar Entertainment-Songs. Ja, genau, irgendwas mit bla. Das ist wie Zeitlupe, Kamerafunktion, das raffst du nicht. Irgendwie, das raffst du nicht, hieß ja sogar, oder raffst du nicht. Ja, oder so. Ja, so kleine 16er einfach nur. Und wie gesagt, Ent ist eh eine Maschine, was das Schreiben angeht. Ja, auf jeden Fall. Und das war halt, also ich muss auch sagen, also hast du schnell geschrieben? Digga, ich habe so lahm geschrieben. Richtig langsam. Also bei mir ging es an. Ich habe eine Zeit lang, war ich richtig im Modus drin. Da habe ich mega viel geschrieben. Aber du hast halt viel geschrieben, aber du schreibst ja auch langsam. Also du überlegst also jetzt, sehr also, lange. Also im Vergleich zu jetzt oder damals habe ich damals schon so lange überlegt? Also ich kann mich erinnern, dass du immer sehr lange überlegt hast und dir immer der perfekte Reim quasi auch ausgeblieben ist oder den du noch gesucht hast oder irgendeine coole Formulierung und so. Ja. So, da hat man vielleicht auch ein bisschen zu viel drauf geachtet, aber ist ja der eigene Anspruch so. Ja, also. Im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen. Ich kann eh nur Depri-Lieder, also wer so ein bisschen die History kennt, so ich habe ja auch immer nur so. Ich kann keinen fröhlichen Song schreiben. Schwierig. Aber ich habe auch einen Song gesungen. Dieses Mal chill ich in meinem. Ja, aber den kennt ja keiner. Ich habe, glaube ich, so. Es gibt so bestimmt so 50, klingt jetzt so viel. Wie viele Hooks habe ich gesungen, die nie rausgekommen sind? Es gab doch auch mal so, wir haben doch auch irgendwann mal was hochgeladen, oder? Ach so, es wird so wie wenn du gehst. Ja, Gott, stimmt. Das hatten wir mal hochgeladen irgendwo. Da habe ich meinen Laptop aufs Auto gestellt und haben es abgefilmt. Ich weiß gar nicht, was das für einen Sinn hatte. Ja, weiß ich auch nicht. Lost Hooks einfach so. Hängen geblieben. Ja, richtig, hey, einfach so. Keine Ahnung, was man an Content macht. Einfach machen. Ja. Egal. Wie gesagt, eigentlich war das so perfekt. Ich will nicht sagen, ich sehe mich ja immer noch als Künstler, du ja auch. So, ich verwirkliche ja immer noch meine Kunst irgendwie. Das fließt ja alles in diese Projekte, in diesen ganzen Kosmos von Entertainment mit ein. Das ist ja nicht so, Entertainment macht alles alleine und wir sitzen einfach nur da, drücken zwei Knöpfe und yay, das ist ein Trill Fingers Projekt. Klar, Mann. Das fließt so viel mit ein, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich will das auch manchmal, will euch auch nicht so desillusionieren. Ja. So dieses Entzaubern. Oder das Talent jetzt schmälern, aber das ist in jedem. Das ist normal, das Alter. Ist normal. In jedem Kreis, da gehören so viele Leute dazu, sag ich jetzt, scheiß mal auf mich, scheiß mal auf dich. Aber was wäre so, wären diese Videos ohne einen Waldemar beispielsweise? Ja, natürlich. Oder ohne einen Philipp. Gar nicht. Oder damals Frank oder Christoph oder selbst Flibbo. Selbst wenn es nur eine Fahrt ist. Ja, natürlich. Braucht man alle. Da gehören ja so viele Leute, irgendwie so Wegbegleiter dazu, die immer so ein bisschen auch was abgenommen haben. Ja. Oder auch mitgeholfen haben. Das ist ja nicht so, ja, ein Typ sagt, ich nehme mich selber auf, ich mix mich selber, ich master mich selber. Das ist so unlogisch. Ja, es ist, das kann man gar nicht schaffen. Das geht gar nicht. Aber wir sind halt die Randoms. Ja, wir sind halt die Randoms. Aber ich meine, so ein Materia oder so als Beispiel, Mann, was meinst du, was da für ein Team hintersteckt? Keine Ahnung, oder so ein Casper, was weiß ich, diese großen Leute. Und ich weiß ja auch so, wenn...
wenn ich auf einem, wenn ich jetzt so ein Album, also ich kann ja, kann ich das sagen, so Teufel sei Dank, so, weil ich war jetzt so meine Idee, also will mich jetzt auch nicht. Teufel sei Dank war meine Idee, Double Time war meine Idee. Aber weißt du, was ich meine? Ente ist auch so ein Bruder, der sagt auch, er sagt nicht so, Mann, Digga, das muss ich jetzt sein, das muss mein, das ist alles mein, ich muss derjenige sein, der sagt, ey, das muss so heißen. Er sagt, Mann, geil, dass du, oder in dem Fall Yannick, cool, dass du dich darum kümmerst, dass du da mir auch was abnimmst, damit ich mein Space hab zum Schreiben. So, ey, ist doch geil. Also umso geiler ist es doch auch, klar, dass andere sich Gedanken machen, weil er kann halt einfach in das perfekt werden. Was er am besten kann und was, ja, er am liebsten macht. Ist doch auch geil. Also ich, sollen wir jetzt zu jeden Sachen irgendwie Credit schreiben, ey, du bist auf das gekommen. Wir sind auf viele Ideen kommen natürlich von uns. Ja. Das kann man gar nicht mehr aufschreiben. Nee, aber so, ich sehe das, also ich fühle mich da auch nicht in meiner Ehre gekränkt. Es gibt dann ja so manche Leute, die bestehen da dann so mega drauf und so, aber so, ich muss mich da nicht in den, oder wir wahrscheinlich nicht in den Vordergrund, nee, drängen irgendwie und sagen, ja, Mann, aber wir haben es ausgedacht, wir sind hier. Ja, so, ey, Mann, ey, das Mann, er ist ein Niemand. Ist doch scheißegal, Mann. Das, wir sind noch ein Team, keinen. Wir sind noch eine Genossenschaft. Ja, eine Genossenschaft, eine Gang. Wir sind doch, das ist doch, so Teamplayer-Shit, so, ey, wenn er in dem Bereich der Stärkste ist und du bist in dem Bereich der Stärkste, dann, ja, bündeln wir doch diese Power und sagen nicht so, hey Mann, ey, jetzt ist aber Sonntag, jetzt muss ich aber aufnehmen und ich brauche irgendwie 3 Jahre für einen 16er. So, ey, erst muss der 16er fertig sein. So, ey, du komm mal erst am 27. Oktober. Ja. So, aber, weil, weißt du, ey, so, du bist dran, ich bin dran, erst in dem, der Krasseste, lass ihn, ja, in dem, auch, ja, der Krasseste sein und ich versuche alles links und rechts aus dem Weg zu räumen. Wir powern, er powert auf seine Art. Und das ist das komplette Bild, was gemalt wird. Kunst. Ja, sehr gut gesagt. Ja, Mann. Wir driften vollkommen ab. Ja. VBT 13. Genau, da sind wir ja dann zusammen. Oder hast du da eigentlich auch noch mal mitgemacht? Ja, Digga. K-Win-Runde, ja, Legend. Ja, stimmt. Legend-Runde. Die Marvel-Runde. Stimmt. Marvel. Habe ich vorhin noch gedacht, dass du das reicht. Hast du noch gehört oder was? Hast dich wieder selber abgefeiert? Ja, ich habe. Ja, natürlich. Ja, Musik, Mann. Ja, musikalische Runden. Die beiden Runden feier ich auf jeden Fall auch noch. Ja, die waren auch geil. Da hat Atzenmüller, das erste Video gedreht von K-Win. War Benny noch dabei? Ich weiß gar nicht, gibt's da, bevor diese ganz coolen Runden kamen, noch irgendwelche Nicens? Ich weiß gar nicht, mit wem habe ich eigentlich die Videos damals gedreht? 2013 habe ich die noch selber gemacht? Nein, du hast das Privileg gehabt, mit Atzenmüller alle Videos zu drehen. Ach ja, stimmt. Ich war der Coole von uns. Du warst der neue Punch. Ja. Also damals hat die Videos von Atzenmüller ja für Punch gedreht und dann sind die halt der eine links, der andere rechts und dann kam Atzenmüller, haben wir uns Atzenmüller geschnappt. Ja, stimmt, ja. Der kam ja auch eigentlich nur zustande, der Kontakt, glaube ich. Ich weiß es gerade nicht mehr, aber ich glaube nur, weil ich mit Punch Kontakt hatte und dann, ja, habe ich halt ihn kennengelernt. Ja. Und dann sind wir auf diese VBT-Tour da gefahren. Also das Ding ist ja auch, ey, so die Runde von K-Win ist ja immer noch auf dem Punch-Arroganz-Kanal. Meine Runde. Das stimmt, und meine Runde gegen Schote auch noch, die Rückrunde. Die Fick auf deine Gang und mach den Sekt im Fond. Geiles. Digga, das war auch so. Digga, Magic, Alter. Ich hab so viele Bilder im Kopf zu diesem Dreh. Da habe ich noch Alkohol getrunken. Wie gesagt, ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr, nicht, weil ich Alkoholiker war. Alkohol getrunken? Digga, nee, ich glaube nicht, oder? Digga, klar, Mann, haben wir die Bottles gepappt. Ja, aber ich dachte, du hast das nur fürs Video, die Bottles gepappt. Nein, Digga, so, ich finde nicht so, entweder trinke ich oder ich trinke nicht. Ich papp da nicht irgendwelche Bottles und kipp dann da irgendwie so Apfelsaft. Champagne rein. For the pain, Alter. Ja, wie gesagt, ich bin voll jetzt auf. Ja, was gab's denn da so für Videos überhaupt? Vielleicht muss ich das nebenbei mal gucken. Wir sind übrigens schon bei 33 Minuten. Ja, dann machen wir jetzt noch ein paar Minuten und in der nächsten Folge greifen wir das wieder auf. Oder wir gucken mal, wie lange das jetzt noch wird. Vielleicht kriegen wir es auch. Oder wir kriegen es bestimmt auch ein bisschen schneller runtergenagelt. Ja, also ich will jetzt auch nicht mich da einschränken, wenn. Ja, hab ich da angefangen, die Videos zu drehen. Also natürlich, Benny hat auf jeden Fall auch Videos gedreht. Da auch noch ein paar? Ja, ein paar. Ein paar? Hat immer mal wieder gedreht, aber ich weiß, dass ich das, die Runde gegen, wie hieß der andere nochmal, wo wir in Antique, das habe ich gedreht. Ja, ja, natürlich. Also größtenteils dich. Und ich glaube, du hast auch mich gedreht. Also, oder? Ja, wir haben so. Haben uns immer abgewechselt, so scheiß drauf. So überhaupt keine Ahnung von ISO, Blende, Verschlusszeit. Scheißegal. Ich weiß doch, wie ich immer Atzenmüller geschrieben habe. Ey, Digga, sag mal, wie ich die Kamera einstellen soll. Ja. So, ey, gib mir mal so eine Instant-Einstellung, wo man mit drehen kann. Womit man nichts falsch machen kann. Stimmt, hier sehe ich gerade gegen Nick Kingston oder so hieß der. Gegen den habe ich mal gebattelt. Sagt mir nichts. Ja, nee, aber da haben wir in Bremen gedreht. In unserem typischen Spot. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt da hinten. Ach, war es nicht mit meinen, da haben wir doch diese Billo Flycam, die habe ich immer noch hier, die Flycam.
Ja, genau. Die ey, da habe ich so die mit Fischei und so. Mal, weißt du, diese Kamerabewegung war so richtig, als ob man nicht euch ein Roboter wäre. Ja. So links nach rechts. Und du meintest immer, Digga, man muss grinden mit der Kamera, Mann. Man muss grinden. Ja, ich bin richtig abgedreht. So, da, ey, da brauchst du auch keine Cuts machen, weil die Kamera so schnell abgegangen ist. Ja, echt. Ja, das stimmt. Und welche Runde habe ich? Wir haben da zwei. Ey, Digga, krass eigentlich. Wir haben zusammen aufgenommen. Wir haben zu dritt aufgenommen. Du hast alle drei Runden gemischt. Ja. Alle drei Videos geschnitten. Da warst du noch so der Arsch vom Dienst, so, ey. Du hast, ja, du hast einfach so viel gemacht. Ja, schenk mir das mal war, Kaffee ein, ey. Was war, hä? Ich will einen Kaffee trinken. Den du letzten. Kaffee trinken. Rede ruhig weiter. Ach so. Ja, auf jeden Fall hatte ich da echt eine richtig geile Aufgabe, weil ich immer alle schön schneiden durfte und abmischen durfte. Ach, stimmt. Da haben wir da. Ey, wir waren VBT zu dritt. 2013 war doch auch die Qualifikation von dir, die eigentlich für Julians Blog war, aber ja, dann einfach. Wie gesagt, ich mache es wie Key. Ja, Mann. Stimmt. Oh, 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 oh. Stimmt, stimmt, stimmt. Und die hat damals auch Punch. Habe ich mich mega drüber gefreut, weil Punch war ja damals schon so, ey, der war schon bekannt. Bekannter, ja. Ja. Er war jetzt auch nicht so der Mega-Star, so, nein, aber er war ein bisschen. Aber der mehr war, auf jeden Fall habe ich mich. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich gefreut habe, dass er irgendwie. Gab es nicht so ein Punchy-Phone? Ja, genau. Es gab irgendwie das Punchophone oder so. Oder Punchphone. Mhm. Und da kam das irgendwie als Klingelton oder so. Ich hab mich voll gefreut. Ich fand das cool, ey. War ein cooler Move, ey. Ja, auf jeden Fall auch cool. Da hab ich mich so ein bisschen, ja, okay, cool, ey. Danke. Und das erste Video, was ich im VBT 2013 gedreht habe, war ja so mega gute Quali. Kannst du dich danach daran erinnern? Das war ja von Matti gedreht. Das allererste. Ach, Digga. Das war wo du oben auf diesem... Ja, wo ich auf dem Parkhaus stand in Oldenburg. Und alle da so, hä, krass, Mann. Jetzt kommt er mit solchen Videos um die Ecke und so. Und das ist halt ein guter, also so für alle. Ey, das Matti, ist halt, das ich hab, ist halt den da, ich hab den da kennengelernt. Ich muss auch, ich grätsche jetzt einfach rein, halt mal dein Maul. Mann. Ja, mal halt, ich halt mal Maul, Mann. Wir beleidigen uns jetzt nur noch gegenseitig. der hat ja auch da die Kampfansage gedreht. King-Finale. King-Finale. Ja, King-Finale. Entschuldigung. Kampfansage hat jemand ganz. Das kommen wir auch nochmal zu. Todesliste Kampfansage, wer die gedreht hat, das. Ja. Ey, das glaubt ihr einfach gar nicht, wer das gedreht hat. Oder wer directed hat, Entschuldigung, gedreht nicht. Directed, Entschuldigung. Ja, das glaubt man halt echt nicht. So, der hat, ach, scheiß drauf. Anderes Thema, aber ey, das ist auch so ein krasser Name. Deutschlandweit sehr, sehr, sehr bekannt. Du meinst jetzt für die Todesliste, ja. Ja. Ich weiß noch, sehr, sehr, kann man sich gar nicht vorstellen. Nee, eigentlich nicht. Aber war egal, da kommen wir dann noch. Und da habe ich ja auch Matty kennengelernt. Ey, wir haben uns so kaputt gelacht bei dem Dreh. Spike. Spike, Digga, so musst du richtig wegthroaten. Digga, das ist so ein witziger, sympathischer, netter Typ. Hammer. Ja, genau. Ich hab gedacht, ey, das ist wie so ein verrückter Seelenverwandter. Ja, und der ist halt Kameramann, so deswegen hatte der halt, der hat halt so eine Sony F5 oder so und die kostet halt irgendwie, keine Ahnung, die kostet da, 25.000 Euro oder so, die Kamera. Da Hut und Mahu, damals hat man das doch gesehen. Dieses, ja, stimmt. Da hat man das doch schon so leicht gesehen, diesen Kontakt. Ja, stimmt, 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 auf jeden. Da hatte ich ja, Mann, da war ich ja noch mit Dave am Start. War das nicht auch die Zeit da? Ja, ja. Sexy Dave. Sexy Dave aus Bremen, Mann. Der dachte auch damals mein erstes Video, auch das VBT-Video. Eminem-Äquivalent. Ja, da hat er so, das ist ja, ist nicht seine Kniescheibe rausgesprungen. Ja, irgendwie er so, sowas. Digga, ey. Also Fotografen hat das Video gedreht. Ja, genau. Eigentlich, ja, genau. Einfach nur, weil er eine gute Kamera hatte und das war halt witzig. Also, er war halt übertrieben abgefuckt, immer so, ey, Digga, ich hab voll, was war das, so einen hässlichen Ford Fiesta, ey, so, Mann, ey, mein Kamera-Equipment für 10.000 Euro liegt da drin. Das war ja nicht mal sein Auto. War das nicht sein Auto? Nein, das war das von seiner damaligen Freundin. Ja, okay, aber er war immer so, oh, fuck, ey, wir parken irgendwo im Gerdo in Bremen und sein ganzes Equipment ist da drin. Ja, stimmt, da haben wir beim Bahnhof da hinten geparkt, immer. Mhm. Ah, auf jeden Fall. Mag Bremen sehr gerne. Ja, dann kam erstmal nur so random Zeug. Irgendwie, also nichts Tolles. Ich glaube, es war auch so eine kleine Erleichterung, dass wir alle sehr früh geflogen sind und du wieder als großer Oberhäuptling. Ja, das war mir auf jeden Fall am wichtigsten. Dass du der Häuptling. Dass ich der Häuptling bin. Das habe ich damals nicht so gesehen, aber ist, ich meine, das kann man ja auch ruhig sagen. Ich mag auch so gesunden Konkurrenzkampf, dass man sagt, ey, okay, ey, du gibst Gas. Ich zeig dir auf jeden Fall, ich kann auch genauso viel Gas. Es war auch so ein. Das war aber auch so klar, Mann. Ich hab, also das war jetzt ja auch nie so nicht böse so, ey, und man, so. So, ey, jetzt die Fotze gibt jetzt mehr Gas. Es war so, ey, komm, ich gebe auch Gas. Hat eigentlich mehr gepusht. Ja, aber das so muss das ja auch sein. Also sonst ist das ja auch scheiße. Man darf auch kein falsches Ego haben. So, jetzt ist er der Bekannte. Ey, wir sind ein Team. Das war mir eh immer egal, Mann. Ich habe das auch nie so gesehen. Also klar habe ich mich darüber so gefreut und dass so, aber der mir König war eher wichtig. Die beiden Hofnahen. Ja, genau. Aber mir war eher wichtig, dass so das Trill Fingers in den Vordergrund geht, anstatt ich selber. Ja, man sieht es ja auch jetzt. Bester Beweis so. Du machst ja halt gar nichts mehr, weil du ein Niemand bist. Ja, genau.
Irgendein Random, was halt ein Random, Digga. Ich bin ein Random Boy. Oder auch Randall genannt. Ja, also auf jeden Fall, das war auch gefühlt eine Erleichterung für dich. So, also nicht so, ach, endlich sind die beiden Idioten draußen. Aber ey, wir können jetzt nur noch auf eine Sache konzentrieren. Ja, aber das hat ja noch echt lange gedauert. Und wir haben dir auch gedauert, geholfen. So, ich das soweit war. Haben wir dir nicht auch geholfen beim Schreiben so ein bisschen? So, ey, Mann, haben wir uns dann auch mal zusammengesetzt? Und so, ey, Mann, hast du noch irgendwie eine Idee? So, ey, das war ja so. Wo war ich nochmal? Maulwurf? Ja, warte, wir müssen mal ein bisschen chronologisch gehen, deswegen gucke ich gerade hier. Sorry. Dann steht da so 64. Hans P., da weiß ich nur noch, dass ich hierher gekommen bin. Und wir haben original, das Alter, das werde ich niemals vergessen, da war hier irgend so ein Fest, Bürgerfest oder so. Ja, und was habe ich gemacht? Weißt du noch, was ich gemacht habe? Du hast da während, ja klar, du hast hier noch aufgenommen. Ich bin mit Ente auf irgendeinen so Dulli-Sportplatz gegangen und habe mit ihm sein Video gedreht. Das war, ist der... Währenddessen du aufgenommen hast. Das, und so krass war das so, ey, ich war mit meinem Scheiß nicht mal fertig und hatte einen Termin mit Atzmüller. War das ein Tag danach? Nee, das war noch nicht da. Da haben wir an dem... Nein, das war die K-Wood-Runde. Nein, oder? Doch. Doch. 64. Ja. 64. Ja. Echt, hier steht gar nicht. Wo ist deine... 64. Guck doch bei Atzmüller auf dem Kanal, bei Punch Arroganz. Ach so, okay, ja. Ich weiß, ich habe die Runde gegen K-Win aufgenommen. Stimmt. Und da habe ich auch, ich habe aber gemerkt, so, ey, ich kann dieses Pensum gar nicht mehr halten, so heftig zu schreiben, arbeiten etc. Das war voll so für mich schon, Mann. Also ja. Da hat Ente mir sogar noch geholfen beim Schreiben. Also nicht bei, also jetzt auf jeden Fall immer so ein bisschen. Ja, aber warum auch nicht? Klar, also muss man jetzt nicht groß erwähnen, wer wo geholfen hat. Ist klar, er hat immer geholfen, wo er konnte und umgekehrt auch. Ja. Und ich weiß, okay, ihr habt die beiden Runden gedreht und ich habe noch aufgenommen und ich musste dann am Tag danach, ey, oder? Ich wusste, dass ich musste am Montag, ey, ich kann jetzt erzählen, ist so scheiß drauf, ich musste irgendwie irgendwo neu anfangen zu arbeiten. Ich weiß jetzt nicht wo, keine Ahnung. Das kann sein. Ich habe das Video gedreht, ich bin einfach nicht hingegangen. Ich habe diesen Arbeitsantritt, ich habe das niemals gemacht. Ich dachte mir so, ey, fuck drauf, ich drehe jetzt die Runde am Sonntag, wird eh wieder mega lange, voll kaputt. Ey, ich gehe... Das war auch der erste Dreh mit Atzenmüller. Für mich? Für uns alle. Das war der erste Dreh mit ihm. Komplett. Ehrlich jetzt? Ja. War ich so? Also, ja, du warst der Erste, weil du halt der Main Man bist von uns. Ich habe gesagt, ey, komm, ich bin so der Typ das aus der Hut. Das war auch die geilste Runde. Also, warum sollte man ihn dafür halt nicht nehmen? Das war so eine geile Runde, Mann. Ich habe auch stabil gerappt da. Ich war mir eh, wenn ich das jetzt so rückblickend betrachte, nie so stimmsicher jetzt wie du. Also ich habe dich immer als sehr stimmsicher angesehen. Also ich war jetzt auch, konnte meine Stimme gut kontrollieren, aber ich habe nie so meine Rap-Stimme irgendwie wirklich gefunden. So wie Ente. Ente hat einfach so eine marschierende Mörder. Ja, Digga, das ist einfach wie eine scheiß Pumpgun, Alter. Ist einfach wie eine verfickte MG, die die ganze Zeit schießt. Du kannst jeden Beat anmachen, das ist wie eine Panzerfaust, die einfach alles zerstört. Ey, und ich schwöre, wenn jemand mal hier dabei wäre oder so, oder manchmal zeige ich ja, manchmal schickst du mir ja Videos, wie ihr gerade aufnehmt, und dann zeige ich das halt so Flippo und er so, ey Mann, das klingt einfach so heftig, weil man denkt das gar nicht, ey, wenn man Ente so hört, dass der so rappt. Wie er schreit. Digga, Alter. Und Ente ist ja echt jetzt kein 2,20 Meter Koloss, der ist hier so, der ist wie in seiner Welt und schreit einfach in das Mikrofon rein, wie ein Monster. Manchmal denke ich so, ey und Digga. Und mit was einem Druck, Alter, den merkst du richtig. Ja, das ist echt abgefahren. Digga, Alter. Ich habe das manchmal das Gefühl, wenn ich mal so ein paar hohe Backings mache, ich weiß gar nicht, bei Stuff, Rocks. Und ich denke mir so, ich mache das 5, 6 Mal und ich merke schon, mein Hals kratzt. Ja. Also außer beim Singen, super entspannt, fühle ich mich auch super sicher. Also das ist das, wo ich mich am sichersten fühle, beim Singen. Ja. Das ist so mein, gut, wir sind auch abgedriftet, aber wo waren wir, was war jetzt? Ja, dann kam Atzmüller, das erste Video. Das erste Atzmüller-Video war das. Ich habe mich so gefreut, ich habe gedacht, Mann, ey, wir haben endlich hat man mal jemand, der wirklich Plan hat. Ja, und er war so klein und so lieb. Ja. Als ob so ein kleiner Vogel war, der so auf der Hand geflogen ist. Ja, ich meine, da war der ja noch eine Ecke jünger als jetzt. 17. Das ist, ja, Digga, echt? 17, 18, so alt war der noch nicht. Ey, heftig, Mann. Er ist jetzt 25. Ja, rechne doch einfach runter. Jetzt haben wir, wie alt? 2019, das war 2013. Dazwischen sind 5, ja, 6 Jahre? 6 Jahre, ja. Ja, krass. Dann war er 19. Ja, 18, 19 irgendwie so. Aber super jung. Und ich habe mich gefreut über das Video, geiles Video, also für damalige Verhältnisse. Ja, für damals war Hammer. Voll die, ach egal, komm mit, geh weiter. Geh weiter. Danach kam hier gegen Antique und Marvel, da ist anscheinend, nee. Was mit der Ente-Runde? Ja, frage ich mich aber auch gerade. Ist doch gegen, die war auf dem Kanal von TK. Ah, okay. Weil TK, Brain Jam, mein Bro, Artyom, mein Brother, mein
armenischer Bruder. Den habe ich heute auch geschrieben, erzähle ich dir danach. Wenn er das hört, erzähle ich es dir nochmal im Privaten, wenn das Mikrofon aus ist. Nochmal. Stimmt, er hat die Videos, weil einfach genau aus dem Grund. Weil zu viel ist. Es wurde zu viel. Er hat auch teilweise gemischt. Ja, stimmt, weil ich das auch nicht mehr. Das war zu viel. Du hast ja auch eine Ausbildung gemacht? Ja. Oder warst du da war, ja, es war in den letzten, im letzten Jahr. Ey, es war einfach, muss man sagen, zu viel für dich. Ja, Arbeit. Natürlich. Wie soll man das? Also, das ist eigentlich so unrealistisch, das zu schaffen. So drei Artists auf einmal, so mit. Plus, du schreibst auch noch selber. Ja. Man sucht irgendwie den Beat, man schreibt selber. Ey, das war krasses Pensum. Ja, definitiv. Ja. Ja, dann kam auf jeden Fall hier so gegen Antique und gegen Marvel. Hab ich da die Hook gesungen? Ja, klar. Mhm. Antique, ich weiß aber nicht mehr, wie die Hook ging. Aber das war auf so einem Nelly-Beat, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie die Hook ging. Ich habe auch keinen Plan. Aber das war auf jeden Fall auch, Alter. Wie heiß? Du hast einen heftigen Sonnenbrand gehabt. Dicker, es war so heftig heiß. Ich glaube, das war der heißeste Tag des Jahres. Hast du hier gepennt? Ja, ich habe auch hier gepennt. Und du hast geschnitten an dem Abend noch beide Videos und ich bin eingepennt. Ich sag, ja, genau, auf jeden Fall. Du bist eingepennt. Und ich bin hier, wo ich jetzt gerade sitze, bin ich. Digga. Und schneide diese hässlichen Videos und ich denke so, Mann, du Penner, du pennst einfach so. Und ich war so voll kaputt, ey. Ich denke so, ich weiß gar nicht, ich war so, weil ich bin eigentlich auch kein, muss ich auch mal, ich bin kein Typ, der so ein Durchmacher-Typ, so, ey, ich bin jetzt so wie endlich so irgendwie eigentlich. 7 Tage wach. Und rappt dann noch, so wie Tropical, war Ente einfach ungelogen 3 Tage wach. Und hat voll auf seinen Rockstar-Film, sagen wir es mal, in der Radioversion eingerappt. Da hab ich gedacht, Mama Mia. Ich konnte das nicht, weil man so, oh Digga, ich bin voll müde, ich muss mich hinlegen. Und du hast es hier noch geschnitten. Wir haben mein Video gedreht, dieses Marvel. Ja. Sonnig, geil, boom, du hast einen Sonnenbrand gekriegt. Und wir haben gesagt, ey, dein Video müssen wir auch noch drehen. Haben wir dann am Tag danach gemacht. Und direkt zum Glück war ich hier in der Nähe. In so einem Trödelladen oder sowas. Nein, Roter Sand, Flohmarkt. Ah ja, genau. Ich dachte, ey, was für ein Segen. Es ist mega heiß, da ist es schattig. Ey, wir drehen alles hier. Und der Typ heißt auch noch Antique. Das war nicht geplant. So, ey, Digga, jetzt haben wir so eine. Das hat sich einfach gut gematcht. Ja, auf jeden Fall. Oh, Digga, Alter, da war ich. Du hast auf jeden Fall. Du warst war ich auf jeden Fall Robotermodus. Also ohne Drogen. Ja, ohne Drogen. Also Kaffee. Keiner macht den Drogen. Ist auch so. Unterschreibe ich. Nimm keine Drogen. Hört auf damit. Trinkt Wasser. Und sonst, was gab's bei der Marvel-Ding? War da noch irgendwas Witziges, was da passiert ist? Ich hab die Runde niemals. Das hat Ente ja auch mal gesagt. Er guckt sich, und das weiß ich auch, das kann ich so noch schreiben, er guckt sich ja keine Sachen an. Du meinst von den Gegnern? Ich meine jetzt bei deiner. Hab ich nie gehört. Ich meine jetzt bei deiner Runde, ob da noch. Ich hab seine Runde nie gehört. Ja. Das ist so. Und bei meiner Runde gab's einfach, es war warm. Ja, war geil. Sonst war, so fällt mir jetzt auf jeden Fall auch keine crazy Story ein, außer dass es halt so heftig heiß war. Doch, ich weiß auf jeden Fall, dass ich das TF, jeder kennt unseren Namen, das sollte eigentlich Hook werden. Ich habe die Hook auch wieder mega gefreestylt. Ja, aber so, hat ja funktioniert. Ja, und ich habe verloren, wie immer. Ich habe die Runde nicht gehört. Hast du die gehört von ihm? Ja, aber ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe auf jeden Fall, ich habe Musik gemacht, er hat halt eine Runde eingereicht. Ich habe halt eine musikalische Runde gemacht. Er hat wahrscheinlich irgendwie so ein Rap-Rap-Ding gemacht. So, hey, yo. Ja, wahrscheinlich. Ich bin Torch. Hey, Torch. Torch. Ja, geil. Und dann. Wie war denn nicht draußen? Dann seid ihr rausgeflogen, ne? Entes gegen, wie hieß der andere mal? Diverse. Ja, echt? Yes. War das? Ja, stimmt. Diverse. Ja, egal. Voll random Dude. Hat der nicht auch mal im JBB danach mitgemacht? Ja. Egal. Ja. Danach kam auf jeden Fall Dirty Maulwurf. Die haben wir in die erste, die Hinrunde mit Dirty Maulwurf. Ey, alle die haben mega gehatet. Gehatet wurde. So richtige, der letzte Vollidiot, der Autotune benutzt. Ja, da hat das noch jeder gehatet. Genau, und das sind die Leute, also Maulwurf, also ich muss, wie heißt der richtig eigentlich? Wie heißt der mit richtigen Namen? Wer, Dirty Maulwurf? Ja. Keine Ahnung. Martin. Marcel oder so? Martin Marcel. Ey, wir waren M&M. Digga, und jetzt benutzt der einfach, ist so der Autotune Prototyp. Ja, auf jeden. Und der hat Songs, muss ich sagen, die feiere ich. Ich feiere. Ja, es sind ein paar richtig krasse dabei. Guter Künstler, obwohl ich ihn als Charakter irgendwie so. Nee, aber Digga, ich hab den ja mal getroffen und so, auch auf Splash und so, war halt immer mega, mega nett. Deswegen hat mich das auch immer so gewundert, dass er dann so voll auf. Ja, Posen, Digga. Hm? Das ist so abposen und genau wo ja, du solche bei. So fail, Alter. Und wie gesagt, ich kenne Leute, wie gesagt, ich sag nochmal, Hashtag Messer, Alter. Wenn du sowas machst, du hast in jedem Bezirk, in jeder Stadt immer ein paar echte OGs, die sagen, ey, nein, du brauchst hier nicht posen. So, entweder bist du cool und scheiß drauf oder du kriegst halt eine Ohrfeige. Ja. So, das ist vielen Leuten schon passiert. Egal, kriegst irgendwie Backstage ein paar Laschen, ey. Richtige Lasche rein. Aber ich habe eine Autotune-Hook gesungen.
Ja, und ich weiß noch, das Video haben wir an dem Tag gedreht, an dem um 18 Uhr Abgabe war. Weißt du noch warum? Keine Ahnung, hat irgendwie wahrscheinlich zeitlich nicht anders gepasst. Und dann haben uns halt morgens um 10 oder so in Bremen getroffen. Mit Benes mitgekommen. Ja, genau. Und dann sind wir auf diese komische Brücke da in Bremen gegangen. Die war gesperrt. Genau, die war gesperrt. An der Schlacht ist die irgendwo. Ja, und dann haben wir ganz schnell ein Video gedreht. Dann bin ich ganz schnell nach Hause gefahren, habe ganz schnell das Video geschnitten und hochgeladen. Aber sein Video war auch nicht viel besser, oder? Nee. Witzig, er hat einfach auch auf einer Brücke gedreht. Ja, stimmt. So, und hat er nicht so Konfetti geworfen? Ja, auf jeden. Das war jetzt auch kein Mega-Video, was er hatte. Nee. Ich fand meine Hook, muss ich sagen, ich finde die immer noch gut. Ich finde die auch noch geil. So. Ich habe die auch schon immer, ich habe mir auch nie kapiert, wie man die abhängen kann, weil ich die immer geil fand. Es geht nicht darum, ob man Autotune benutzt. Ich benutze ja kein Autotune, weil ich nicht singe. Ich bin jetzt kein Sänger. So, lass das lassen. Stellen wir mal auf einer anderen Stufe. Aber auf jeden Fall habe ich einen leichten Hang dazu, zu singen. So, dass ich ein Psychopath wäre. Ich habe einen leichten Hang zum Singen, ne? Ja, Digga. Ey, es klang gut. Punkt. Fand ich auch. Danke. Und dann kam die Rückrunde, die coole, wo wir in Oldenburg gedreht haben, wo wir eigentlich erst noch zu Flippo wollten, der da gewohnt hat, aber der hat halt die ganze Zeit verpennt. Eigentlich wollte er uns noch helfen, aber war ja auch egal. Hä, wo denn? Hä? Welche war? Ja, die Rückrunde, wo wir unter der Brücke Feuer weggezündet haben. Klaus Bukake kam, das war die Rückrunde. Und wir haben aber trotzdem die... Hä? Welche Runde haben wir denn bei Ihnen im Garten gedreht? Das war gegen Schote, das kommt danach. Aber das war, hätten wir sonst eigentlich auch vorher da gedreht? Nee, nur er sollte halt eigentlich ein bisschen helfen und wollte dabei sein und so, aber da hat er halt verpennt. Das weiß ich noch. Grüße an dich, mein Freund. Witziger Typ, ich mag Flippo richtig gerne. Er ist ein richtig sympathischer, langer Typ. Ja. Handy, verkauf mir ein Handy, Bro. Er ist der Handyman. Ja, Mann. Handyman. Ja, da war gesagt, bei der Runde, das haben wir ja vorhin kurz angesprochen, da war Philipp dabei. Da war Mo dabei, Waldemar war dabei. Da war sogar Dave noch kurz dabei. Echt? Ja, mit stimmt. Mit seiner Freundin damals. Ach ja, auf jeden Fall. Oder seine, stimmt. Keine Ahnung, whatever. Ja, das war, glaube ich, seine Freundin, ja. Stimmt. Dann hat Asmüller das Video gedreht, Ente war mit dabei, ich war mit dabei. War Benet mit dabei? Nee, Benet war nicht mit da dabei. Da war Benet, glaube ich, nicht mit dabei, ne? Oder? Bin ich mir nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Aber das war auf jeden Fall ein witziger Videodreh. Das hat Bock gemacht. Er hat's ja, du hast den Song wie schnell gemacht? Den Song, ja, weiß ich nicht. An einem Tag halt. Nee, du hast den Song noch schneller abgespielt. Und ja, stimmt. Nee, langsam, oder? Nein, schneller, um das dann langsamer zu machen, oder? Genau. Wir haben den Song halt irgendwie um 50% oder so langsamer gespielt und dann... Nee, schneller gespielt. Schneller gemacht und dann das Video, damit die Bewegungsmover kommen. So wie bei... Eigentlich kommt das richtig geil, wenn man das richtig macht, so wie bei Materia verstrahlt. Kennst du das Video? Digga, das ist für mich... Das ist so ein heftiges. Ja, allein der Song ist heftig. Digga, aber da bei dem Video sieht man das Geräusch nochmal. Digga, Hammer, geiler Song. Liebe, I love it. I love it. I doubt it. Geiler Song. King Song Endlevel, ein Endlevel Klassiker. Ja. Der war schon krass. Da hast du dich ein bisschen angelehnt. Und. Ja. Und. Cooles Video gedreht. Hä? Aber es war ein bisschen, nicht wie sagen, unspektakulär, wirkt jetzt ein bisschen untertrieben, aber es hätte wahrscheinlich noch geiler werden können. Aber für die, das Geile, dass man in der kurzen Zeit und mit den Möglichkeiten, du zwingst dich dazu, kreativ zu sein. Und das ist, könnt ihr euch alle merken. Stellt euch einfach vor, ihr seid in einem Raum und habt nur 4 Gegenstände und versucht einfach das Beste draus zu machen. Du bist halt einfach gezwungen, kreativ zu sein. Und so war Atzenmüller auch. Der war und ist ein sehr kreativer, junger Typ, der auch viel im Schnitt rausgeholt hat. Ja, er wusste einfach auch, wie man aus wenig viel macht. Ja, das hat er auch immer sehr gut gemacht. War auch ein guter Song. War auch ein guter Song, ja. Der war schon ganz gut. Das war die Rückrunde gegen Maulwurf. Genau. Und du dann hast kam, knapp gewonnen, oder? Hä? Ja, genau. Irgendwie mit einem Punkt oder so. Und dann kam gegen Schote. Koala singt für dich. Das war Splitfastic, glaube ich. Genau, dann kam Schote irgendwie. Da haben wir die... Feier, ich muss ja auch kurz reingrätschen. Gibt es ein paar Songs, die ich auch sehr feiere. Von Schote, cooler Alter, typ. Der hat so heftige Songs. Es gibt so ein paar Songs von ihm, die feiere ich so unendlich. Hörst du die immer noch oder selten? Nee, nicht mehr, aber es gab eine Zeit, da habe ich die viel gehört. Es gab eine Zeit. Ist jetzt nicht so eine Playlist? Es gibt einen coolen Song von... Nee, habe ich nicht. Was man sagt, ich habe ja nicht, ich höre eigentlich nie Spotify. Ich höre immer Mucke auf YouTube. Ja, ich habe Spotify, dank. Ja, Jerry. Aber ich nicht. Ja, ich habe den... Ich habe einen Zugang bekommen. So richtig erschnurrt, auch ich Netflix. Ich habe einen Zugang. Ja. Wie Patienten. Okay, also dann
Schote. Genau, dann kam Schote, die Hinrunde, da wo ich so mega rumgeschrien habe. Das war auch die letzte Runde, wo ich rumgeschrien habe. Hast du jetzt auch vorgenommen, so ey, das ist die letzte Runde? Nee, aber danach habe ich mir gedacht, boah Digga, gar keinen Bock mehr drauf. Irgendwie. Weißt du, was mich richtig genervt hat an der Runde? Was? Dass in diesem, wo du auf dem, an dem Tisch sitzt, dass hinten diese scheiß Leiter da steht. Ach ja, stimmt. Hab mich mega, keine Ahnung. Da habe ich auch vor der, falls jemand in Oldenburg die LZO kennt, da habe ich halt vor dieser LZO gedreht und in der Spiegelung sieht man teilweise einfach immer noch Atzenmüller, wie er mich filmt und ja, dann so lang rennt und so. Aber ja, egal. Es war auch jetzt nicht so eine geile Runde. Und danach, die Runde war ganz geil gegen, das ja, war ja auch Rückrunde. Gegen Schulte. Ja, genau, wo wir in Flöbos Garten gedreht haben. Kann man den Ort sagen? Wo, oder? Ja, in Sandkrug kann man wohl sagen, oder? Also bei Oldenburg. Voll das Reichenviertel. Ja, da wohnen halt nur alte Menschen, da ist halt so ein... Ich hab mich halt so gefühlt, als wären wir irgendwo in Spanien. Digga, es war einfach... Ey, das war, glaube ich, mit einer der geilsten Drehs, Alter, richtig Bock gemacht. Da haben wir doch noch eine Melone gesprengt. Was? Ah, nee, Digga, da war Pyropiet dabei, Alter. Digga, dann hat Arzt geschrieben, ey, yo, wir haben keine Rauchkerzen oder keine Rauchbomben. Wer hat noch blablabla, bla, bla, wer hat noch was, wer kann noch vorbeikommen? Haben wir noch einen abgeholt oder kam er her? Nee, der kam, glaube ich, her. Genau, der kam im Zug irgendwie hergefahren. Und wer hatte noch mal Vinet? Hat Vinet noch so richtige Ansagen gekickt. Hat richtig so getunkt in das Wasser. Ja, auf jeden. Jetzt müssen wir ihn so rein dippen. Ey, von dem habe ich auch nie wieder irgendwas gehört. Der war einfach nur bei dem Dreh dabei und Vinet hat ihn vorher immer Vinet schon... So, ey, wenn du irgendwas sagst... Ey, Mann, pack dein Handy weg und so. Bei dem Dreh, du darfst dein Handy auf jeden Fall nicht anfassen. Gib mir das Handy und so. Ey, ist ein richtiger... Ey, das, richtig geil, Alter. Das war richtig gestimmt. Ey, der hat wahrscheinlich voll so ein gestimmtes Bild von uns bekommen. Ja, auf jeden. Vinet war richtig so boah, auf Masse und keine Ahnung. Richtig drunk. Ja. Und so, ey Mann, ey, so, ey, wenn du jemand was sagst, wie Entertainment aussieht. Weil der ich war auch fahr zu dir. Ja, so wahrscheinlich in der Art irgendwie. Ja, wahrscheinlich. Und er war aber super nett. Also war, wir haben ihn auch zum Zug gebracht. Ja, immerhin. Ja, es war auf jeden Fall ein witziger Dreh, wo wir noch die ganzen Dinge. Da habe ich mir noch von so einer Freundin so Baby Born und so geliehen. Die hast du dich nicht verbrannt? Ja, die haben wir ja verbrannt. Digga, du hast dich verbrannt. Ach ja, ich habe mich so heftig am Finger verbrannt, Alter. So, oh, fuck, Mann. Ich weiß nicht mal mehr, die Narbe habe ich immer noch, ich weiß aber nicht mehr wo. Blende, mach mal ein Foto davon, so jetzt Screenshot wird eingeblendet. Ja, hier der Screenshot, klickt oben auf die Infokarte. Das war schon witzig, weil... Ja. Das war ein geiler Dreh, Alter. Das hat richtig Bock Spaß gemacht. Wir haben dann, weißt du, wie ich so den Champagne, oder das war kein Champagne, das war so Billo-Sekt von Aldi. Ja. Also, wir müssen den Champagne auskippen. Ja. So, so richtig am Drippen. Auf jeden, Alter, das war geil. War witzig. Das war eine lustige, war auch eine gute Runde. Ja, Musik. Die hat mir auch richtig gut gefallen. Und Arzt Müller hatte sich Gedanken gemacht, ey, wie kontern wir das Video? Ja, wir haben das Video halt einfach quasi nachgemacht, nur cool. Ja. Da war auch noch, egal, da war auch noch eine Person dabei, die Person. Ja, Hashtag Hurensohn. Und ja, so. Genau, Hashtag Hurensohn. Keine Ahnung, wer ist scheiß drauf? Happy Backman. Also... Digga, du bist so geil oder drauf, ey. Was geht? Ey, was ist los, Alter? Ich finde den Podcast heute jetzt echt geil. Beim letzten Mal war ich so aufgekratzt, als ob ich, keine Ahnung, so einen zwölffachen Espresso getrunken habe. Ja, aber du hast ja auch getrunken. Nur ohne Koffein. Du hast dich halt einfach geirrt. Ich habe mich einfach nur reingesteigert. So, und jetzt halt dein Maul. Jetzt warst du mal dran. Das ist die Retourkutsche von vorhin. Ja, genau. Ja, ja, Mann, das war echt ein geiler Dreh. Und dann, okay, abgehakt, Schote. Genau, dann kam Spliff-Tastic. Da haben wir die Hinrunde, ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn bei der Hinrunde nochmal gemacht? Was? Ach ja, da habe ich auch mit Matti gedreht. In diesem riesen Studio. Hat aber geil halt gekontert, so, du bist der Einzige, der von einem Greenscreening, der den Greenscreen grau macht oder so. Ja, ich habe einfach in so einer riesigen Location, das ist halt ein Fernsehsender, wo wir gedreht haben, weil der da gearbeitet hat. Und einfach vor so einer riesen Greenscreen-Wand und einfach... Wie laut war die Knarre denn? Du hast in die Toilette geschossen. Richtig laut, Alter, ja. Ich habe in eine Toilette geschissen. Du hast in die Toilette reingeschossen, so pull. Ja, in den Typen, weil er da gepisst hat. Wer kennt's nicht? Ja, es war auf jeden Fall richtig laut. Ey, dann müsst du mal so, wie nennt man diese Videos, Memes? Ja, Memes. Nochmal so ein Meme erstellen, wie du so einen Typen einfach beim Pissen erschießt. Ja, das gibt's, glaube ich, schon auf Giphy. Ehrlich? Ja, ich glaube, irgendjemand hat daraus schon ein Meme gemacht. Geil. Aber ja, es war auf jeden Fall ein crazy Dreh. Da bin ich mal mit Sebastian hingefahren. Da war Sebastian im Video. Ich war nicht dabei. Nee, du nicht. Aber da sind wir halt irgendwo hingefahren mit dem Zug nach, weiß gar nicht mehr, wo es war, Dörferden oder so. Und da haben wir das Video dann gedreht. Das war auf jeden Fall auch witzig. Ja.
Und dann, was war... Die Rückrunde dann, war gegen... Da war ich auch nicht dabei, ich weiß gar nicht, da war ich... Nee, da waren wir auf dem Kammermarkt in Oldenburg. Bene war aber dabei. Und Waldemar. Nee, Waldemar war auch mit dabei. Bene war auch mit, oder? Nee, war Bene dabei? Ich glaube schon. Ich glaube, Bene war auch mit. Und Ente war auf jeden Fall auch mit. Aber den haben wir irgendwann einfach verloren. Dann war weil wir sind erst so, einmal über den Kramach. So drunk as hell, so auf einmal... Ja, auf einmal ist er weg. Er so, ey, ich geh ihm pissen. Und er kam einfach nicht wieder. Und genau neben diesem Markt war halt meine alte Firma und die hatten halt auch ein Fotostudio und da haben wir das ja drin gedreht. Und keine Ahnung, wie wir ihn irgendwann wiedergefunden haben, aber nach 2 Stunden kam er dann einfach wieder irgendwann, oh Digga, mega abgefuckt und aber ich hab mir noch 3 gegönnt. Ja, Mann, da war ich ja gar nicht dabei, da war diese Karussellrunde, nenne ich sie jetzt mal. Ja, genau. Was mit dem Bilderrahmen, wo er so voll Bock hatte, genau. So Frame für Frame. Ja, genau, aber es hat dann am Ende ja auch nicht so gut. Zeitlich. Nicht, ja, genau, es war halt wahrscheinlich auch ein bisschen zeitliches. Aber Thema. Koala singt für dich. Ja, genau. Ja. Aber war ganz witzig, ja. Da hast du jetzt dann, was war das jetzt, Viertel? Das war Viertel oder so gegen, ja, Viertel gegen, oder Achtel, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das meine letzte Runde, danach habe ich ja verloren. Gegen Spliff nochmal. Und dann hast du auch nie wieder irgendwo mitgemacht. Nee, habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Hä? Wir wollten nochmal beim Splash mitmachen. Das wäre jetzt so der nächste. Hobbity Splash, ja. Stimmt, danach hatten wir da nochmal mitgemacht. Aber wir haben das einfach nur. Ich habe den Beat gehabt, diesen geilen. Ja. Digga, die Runde feiere ich auch immer noch. Also vom Sound finde ich die immer noch geil eigentlich. Dein Part war. Mein Part auf jeden Fall, die eure halt nicht so, ne? Hat mich auch voll abgefuckt, weil ich so ein typischer. Ich habe immer nur bei mir aufgenommen. Stimmt, haben wir bei mir aufgenommen. Ich dachte so, oh fuck, ich komme da gar nicht drauf klar. Ah, dass wir in einem anderen. Das hasse ich ja auch, ne? Wenn man. Da komme ich jetzt auch nicht drauf klar. So, man muss jetzt hier so vorstellen im Studio, Ente steht halt genau neben mir. Wir haben jetzt nicht einen extra Raum, also damit man auch direkt sprechen kann, ich dieses so, ey, drück mal einen Knopf für Regie, ja, hallo. Ja, auf jeden. Also Regie und Aufnahmeraum ist halt in einem. Aber ich sehe es hier nicht als Regieraum, ist einfach nur zum Gegenhören. So, ey, ist das zu laut, ist das zu leise? Ja. Aber das war für mich als Fact irgendwie so, ey, ich kam da gar nicht drauf klar. Ich habe mich voll so... Ich habe meine Stimme gar nicht so richtig gefunden, aber war trotzdem noch solide abgeliefert. Aber ja, war ja auch okay. Ich habe auf jeden Fall. War ganz okay, der Partner. Ja, Mann. Ich glaube, Wir lassen das jetzt dabei, ne? Ja. Wir hören jetzt auf mit dem Podcast. Patreon, spendet uns Geld. Ja, man kann das ja noch eben irgendwas. Gibt es noch irgendwie eine coole Story zu der VBT Splash-Dingens? Ja, wir waren im Columbus Center, haben gedreht und irgendwelche Security-Typen haben uns rausgeschmissen. Ach ja, aber wir sind auch einfach oben irgendwo hingegangen aufs Dach. Ich meine, ja. Was haben wir erwartet? Ich weiß gar nicht, das war auch mega kalt, ja. Und da hatten wir noch so Feuerwerk, dann hat Sascha noch irgendwelches Feuerwerk organisiert oder so. Wir haben beim Arbeitsamt gedreht. Ja, beim Arbeitsamt haben wir gedreht, wir haben eigentlich überall. Und das war doch alles mitten in der Nacht. Wir haben die Nacht durchgedreht und dann, wir sind richtig durchgedreht, die Nacht. Dreht durch. Wir haben richtig durchgedreht und dann sind Atzmiller und ich doch morgens mit dem ersten Zug oder im zweiten oder so noch nach Hause gefahren. Und ihr wart schön im Bett am Muckeln. Wir müssen eulenmäßig nach Hause fahren. Ja, dafür habe ich jetzt Ente an der Backe. Wenn du schön muckelig in deinem Bett liegst, einen Kakao trinkst. Und dann liegt er bei dir im Bett und umarmt dich richtig schön. Ich arbeite bis 16 Uhr, nehme noch bis 20 Uhr auf, habe kein Privatleben mehr, habe irgendwie 12 Kilo abgenommen, bin jetzt nur noch ein Schatten meiner selbst. Ja. So gesundheitlich voll gefickt, alles für den Traum. Alles voll Dream. Ja, aber gut. Da gehen wir nochmal später drauf ein, warum ich so gestört bin. Ja, und das war eigentlich alles bis VBT 2000, VBT Splash, Scheiß, wo wir dann rausgeflogen sind gegen, wer war das nochmal? Lässig verträumten, wer auch immer das war. Aber nee, wir sind ja gar nicht rausgeflogen, wir haben ja freiwillig aufgehört. Aber wir haben einfach, weißt du was ist geil, wir haben eine stabile Runde eingereicht und wir sind dieses Wir gehen, Jahr, wenn es am besten Wir sind selber gegangen, ohne dass wir mal irgendwie gegen, weißt du, ich wäre ja gerne rausgeflogen, wenn ich sage, ey, okay, ey, du hast es verdient. Oder hast du jemals das Gefühl gehabt, so ey, Spliff-Tastic hat es verdient? War er besser, wenn du es jetzt so betrachtest? Es kommt drauf an, was man als besser empfindet. Also ich fand ihm halt vom Sound und so fand ich halt eh alle kacke. Also vom Sound kam da keiner. Ja, Schote war schon gut, aber sonst kommt eigentlich da keiner an unseren Sound so ran, weil wir halt auch daran viel gearbeitet haben und das uns immer wichtig war. Alle anderen haben halt immer, okay, Hauptsache der Text ist witzig. Haben wir nicht den Flieger-Effekt erfunden? Ja, für diese VBT-Welt auf jeden Fall war es der Flieger und der Stotterer. Das war dieser, wir haben den Ding einfach jetzt mal so einen Namen gegeben, also wenn du die... Ja, Mann. Da waren wir auf jeden Fall... Popcorn-Kerne! Da waren wir auf jeden Fall die Ersten damals, so die das so... richtig übertrieben haben und immer benutzt haben. Wir haben einfach einen eigenen Sound gehabt. Aber das war schon witzig. Und ja, ich bin einfach kein Fan
Von so Blumentopf-Hampelmusik. Nee, ich auch nicht. Manchmal ist es halt ganz witzig, aber ja, nicht, wenn es in so Battle geht, Alter. Also ich kann mir das so schon manchmal geben als so normale Musik oder so. Kann auch mal unterhaltsam sein, aber ich will aber, ich möchte keine Comedy-Musik hören beim ich möchte entweder so Herzschmerz, aber so Real Talk, Mann, authentischen Scheiß. Oder halt so Mucke zum Abschalten, was so leicht ist, wo du nicht sagst, oh, ja, du hörst jetzt so einen Fabian Römer oder jetzt einen Alligator, wo du einfach denkst, das ist alles so aalglatt, da ist einfach kein Fehler. Ja. Entweder, ja, ich brauche manchmal so chillige Musik, aber es gibt auch mal Musik, so Fabian Römer kann man auch, habe ich auch übertrieben gefeiert, F.A. F.A., ja, der ist schon ein paar Alligator, du bist nicht interessant. Aber gut, wir sind jetzt bei einer Stunde, ich würde sagen, wir machen erstmal hier einen Cut. Ja. Und, ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, auch wenn das Ende jetzt ziemlich abrupt kommt, aber wir haben ja auch noch ein Live und wir überlegen uns für die nächste Folge mal, was wir noch so machen. Oder wir setzen einfach da an und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein. Tschüss.